Der Goldpreis ist auf 7-Jahres-Hoch. In Euro ist er sogar auf Rekordhoch. Die meisten von uns sind ja aus dem Euroraum, nehme ich an. Und an den Börsen herrscht gleichzeitig Panik. Heißt das jetzt nichts wie raus aus Aktien und nichts wie rein in Gold? Ist Gold die Antwort auf die Panik am Aktienmarkt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Vor 2 Wochen habe ich hier ein Video veröffentlicht, das hatte den schönen Namen Crash 2020, drei akute Warnsignale. Und vor 2 Wochen waren wir auf neuen Rekordständen noch, sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones Index als auch beim Nasdaq Composite Index. Es gab überall noch neue Rekorde. Und seit ich das Video eingestellt habe, am 17. Februar, ist der Dow Jones Index eingebrochen um 13%, der Nasdaq Composite Index um 12% und der DAX ist auch eingebrochen um 13%. Innerhalb von 2 Wochen. Als ich das Video gemacht habe, da ist es mir nicht darum gegangen, jetzt hier einen Crash anzukündigen, so wie das viele immer machen. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als Crash-Prophet oder sowas. Den Job machen schon viele andere und die machen auch sonst nichts. Was mir wichtig war bei dem Video, ich wollte erstens mal darauf hinweisen, dass wir am Aktienmarkt, speziell am US-Aktienmarkt, eine große Sorglosigkeit wieder gehabt haben. Und zu viel Sorglosigkeit, das ist natürlich in der Regel nicht besonders gut. Und das Zweite war, ich habe versucht zu zeigen, dass das Ganze auch nicht zusammenpasst, wenn man diese Rallye sich anschaut und gegenüberstellt verschiedene Wirtschaftsindikatoren. Die sind nämlich damals schon alle deutlich nach unten gegangen. Also Frachtraten, Rohstoffpreise, Öl, Kupfer. Man kann das alles hinterfragen, die Indikatorenwirkung. Aber was eben auch stark runtergegangen ist und was immer weiter runtergeht, das sind die Zinsen in den USA. Und auch das ist ja sehr, sehr zwiespältig und es ist ja auch ein Warnsignal. Dass wir jetzt am Aktienmarkt die scharfe Korrektur, haben, das liegt natürlich am Coronavirus. Den gab es aber vor 2 Wochen auch schon. Nur vor 2 Wochen, da hat man noch gesagt, das wird vielleicht alles schlimm, aber das ist alles nur vorübergehend. Und sowas zu sagen, das ist auch legitim. Also man kann schon auf dem Standpunkt stehen als Anleger. Hier kommt jetzt eine Belastung auf uns zu, die aber vorübergehend ist und darum muss ich jetzt meine Aktien auch nicht verkaufen. Und das war auch der Konsens am Markt damals noch. Und auf den Markt schauen wir ja alle. Also wir schauen als Anleger ja nicht nur auf die reale Welt in der Regel, sondern auch darauf, wie reagiert der Markt drauf. Der Markt ist potenziell ja klüger als wir, zumindest sollte man das meinen. Nur jetzt ist der Markt eben doch eingebrochen, jetzt ist eben doch die große Panik, weil man das Gefühl hat, dass mit der Coronavirenseuche, das wird jetzt doch ganz schön schlimm. Und da stelle ich mir aber schon die Frage, was sich die Leute da alle gedacht haben vor 2 Wochen, wie das denn sein wird, weil die Lage, die wir jetzt haben weltweit, die ist ja an sich keine große Überraschung. Und im Nachhinein, wenn wir uns das Ganze ansehen, dann stellen wir da schon fest, dass die Anleger da vor 2 Wochen und der Markt da doch irgendwie relativ blöd war oder naiv oder um auf meine Eingangsthese zurückzukommen, einfach zu sorglos. Eine Sache, auf die bin ich aber nicht eingegangen in dem Video damals, obwohl sie auch sehr spannend ist, das ist die Entwicklung beim Goldpreis. Das hier, Gold in US-Dollar, die letzten 10 Jahre, den Chart kennen Sie alle. Der letzte Kursanstieg hier, die letzten Wochen, als es nochmal richtig hochgegangen ist, auf 1700 Dollar fast, auch den verdanken wir natürlich dem Coronavirus.
Nur auch interessant, das 7-Jahres-Hoch, das war schon am letzten Montag. Das sieht man hier zwar nicht, aber es ist schon so, dass die letzte Panikwelle, die letzten Tage am Aktienmarkt, die hat Gold eigentlich nicht mehr geholfen. Gold ist da dann jetzt auch schon leicht runtergegangen wieder die letzten Tage. Auf der anderen Seite, Gold steigt natürlich nicht nur wegen dem Coronavirus, sondern es steigt ja schon länger. Und es steigt auch ziemlich stark. Eigentlich steigt schon seit 2016. Der richtige Kursschub kommt dann hier ab Ende 2018. Und das hat natürlich auch was zu bedeuten. Wenn Sie sich jetzt für Edelmetalle generell interessieren, nicht nur für Gold, dann habe ich ein Angebot für Sie. Es gibt nämlich unsere Zukunftsmärkte-Reports. Wenn Sie da ins Archiv gehen, da finden Sie zum Beispiel unseren Jahresausblick. Und zwar nicht nur für Gold, sondern auch für Silber und Platin. Und was Sie außerdem auch noch finden können im Zukunftsmärkte-Report-Archiv, das ist der Report von Ende Januar mit drei börsennotierten Goldunternehmen, die besonders interessante Minenprojekte haben mit sehr niedrigen Kosten. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die kommen regelmäßig und die sind natürlich auch immer kostenlos. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, ist sich einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. So, hier nochmal Gold. Also, was aber auch sehr wichtig ist oder was mir sehr wichtig ist, Gold ist nicht unbedingt ein Angstbarometer. Das wird ja oft so dargestellt, gerade jetzt auch wieder. Das stimmt aber nur sehr bedingt. Also man kann eben nicht automatisch sagen, wie man die letzten Jahre auch gesehen hat, dass wenn eine Krise kommt oder wenn am Aktienmarkt Panik kommt, dass Gold dann hilft, weil Gold so eine Art Gegenstück wäre, zum Aktienmarkt. Manchmal stimmt das, manchmal stimmt es aber auch eben nicht. Das zeigen ja auch die letzten 10 Jahre. Der US-Aktienmarkt ist fast durchgehend gestiegen die letzten 10 Jahre. Gold im Gegensatz dazu ist erstmal stark gefallen, und zwar bis 2016. Es hat sich da also gegenläufig entwickelt zum Aktienmarkt. Und seit 2017, 2018 ist es eher wieder im Gleichlauf mit dem Aktienmarkt. Was dann natürlich im Umkehrschluss auch heißt, wenn der Aktienmarkt fällt, dann muss das nicht zwingend heißen, dass der Goldpreis dann steigt. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass auch die US-Zinsen stark zurückgehen. Fallende Zinsen, eine Flucht in den Anleihemarkt und auch das ist ja ein starkes Warnsignal. Und auch da hat sich die Lage in den letzten 2 Wochen nochmal deutlich verschärft. Das ist die Rendite auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Die fällt und sie fällt nicht nur, sondern sie ist jetzt wirklich auf Allzeittief. Am Freitag waren wir kurzfristig nur noch bei 1,15%. Sie ist also wirklich so niedrig wie noch nie. So niedrig war sie nicht in der Finanzkrise, sie war nicht so niedrig von 2009 bis 2015, als der Leitzins fast bei Null war und als die Fed ja auch massiv Anleihen und sonst was gekauft hat. Auch damals war der US-Zins, der Marktzins, zwar schon niedrig manchmal, aber er war noch nie so niedrig wie jetzt. Und das ist ein Signal vom Anleihemarkt, das kann man eigentlich nur schwer ignorieren. Der Bondmarkt signalisiert jetzt wirklich einen scharfen Konjunktureinbruch und auch fallende Leitzinsen. Der Marktzins liegt ja jetzt auch deutlich unter dem Leitzins in den USA. Und er hat auch jetzt schon 3 bis 4 weitere Leitzinssenkungen eingepreist für dieses Jahr, nachdem wir ja letztes Jahr schon 3 Zinssenkungen gehabt haben. Und wenn wir den Anleihemarkt und seine Prognosefähigkeit ernst nehmen, dann ist die Normalisierung nach der Finanzkrise, die wir da kurzzeitig gehabt haben, dann ist die jetzt wirklich vorbei. Aus, Ende, jetzt kommt wieder das Desaster. Jetzt ist es aber auch so, auch die Zinsen fallen ja schon seit Ende 2018 und trotzdem ist der US-Aktienmarkt weiter gestiegen. Das ist der Standard & Poor's 500 Index. Immer neue Rekorde, auch letztes Jahr, auch
2019 also, und in meinem Video vor 2 Wochen, da habe ich ja die These vertreten, der Markt ist eben nicht weiter gestiegen 2019 trotz fallender Zinsen, sondern gerade wegen fallender Zinsen. Es hat ja auch am US-Aktienmarkt eine scharfe Korrektur gegeben 2018. Nur als der Markt dann gemerkt hat, jetzt fallen die Zinsen und dadurch kriegen wir wieder eine echte Entlastung, da dreht er dann plötzlich wieder nach oben und erreicht doch wieder neue Rekorde. Die Denke, die dahinter steht, die kennen Sie ja alle. Das ist eben diese Theorie, die besagt, solange die Zinsen niedrig sind, solange steigen die Aktien immer weiter. Naja, was ich vor 2 Wochen aber auch gesagt habe, die Situation 2019, die war sehr speziell. Es sind nämlich die Zinsen gefallen, aber der Wirtschaftsabschwung, wegen dem die Zinsen gefallen sind, den man da ja befürchtet hat, der ist dann doch nicht gekommen. Und das war für den Aktienmarkt natürlich optimal, weil dadurch eben Unterstützung von zwei Seiten gleichgekommen ist, von der Zinsseite her und von der Wirtschaftsseite her. Aber diesmal ist das eben möglicherweise nicht so, weil jetzt fallen die Zinsen ja auch, sie fallen sogar stark, aber dem Aktienmarkt bringt es momentan überhaupt gar nichts, zumindest nicht zur Zeit. Im Gegenteil, zur Zeit ist ja Panik. Aber es gibt natürlich etwas, das auch von den fallenden Zinsen profitiert, und das ist Gold. Und von Gold wissen wir, Gold braucht auch kein Wirtschaftswachstum, sondern Gold profitiert eben einfach von den fallenden Zinsen und von der Aussicht, von der Perspektive, dass es erstens keinen Realzins mehr gibt. Das ist ja momentan die Situation. Und zweitens, dass die Geldpolitik auch in den USA jetzt wahrscheinlich wieder absolut expansiv werden könnte. Und dass die Normalisierung, die wir da in der Geldpolitik gehabt haben, kurzzeitig, dass das am Ende wirklich vielleicht nur eine kurze Episode war. Das ist das Szenario, das wir jetzt im Moment vor uns haben. Und unter dem Eindruck von dem, was momentan passiert, da muss man wirklich sagen, zumindest kurzfristig, jetzt lieber Gold als irgendwelche Aktien. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt nicht auch schon wieder alles ein bisschen übertrieben ist. Auch der Bondmarkt ist ja nicht unfehlbar, genauso wenig wie der Aktienmarkt ja auch. Und ich bin schon durchaus der Meinung, dass das Coronavirus der Weltwirtschaft jetzt schaden wird. Aber die Frage ist ja, ist der Schaden auch so nachhaltig, dass er so eine Panik am Bondmarkt rechtfertigt? Also die Panik am Aktienmarkt, absolut würde ich sagen, zumindest eine Korrektur, wie wir sie jetzt gehabt haben, die ist gerechtfertigt so oder so. Aber was am Bondmarkt gerade passiert, das könnte eben auch eine Übertreibung sein. Und das ist die große, große Fragestellung, vor der wir stehen und für die wir eine Antwort finden müssen als Anleger in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten. Ist die Lage wirklich so schlimm, wie uns der Bondmarkt das jetzt im Moment sagt? Es kann ja auch Folgendes passieren, natürlich. Wir stellen eben irgendwann mal fest in nächster Zeit, dass es eben doch nicht ganz so schlimm wird und dann werden sich die Zinsen wahrscheinlich moderat erholen und der Aktienmarkt wird dann eben auch wieder steigen. Und in dem Szenario, wenn das kommt, dann gibt es aber einen großen Verlierer und das wäre dann eben auch Gold. Wir können das zumindest nicht ausschließen und darum würde ich auch sagen, eigentlich. Also wenn Sie jetzt eher kurzfristig unterwegs sind als Anleger, wenn Sie jetzt die Goldrallye vielleicht auch schon eine Weile mitmachen, mit Gold oder mit Goldaktien sogar, wie auch immer, dann könnte man, würde ich sagen, vielleicht auch schon mal an ein paar Gewinnmitnahmen denken oder dass man jetzt zumindest wirklich mal seine Stops nachzieht oder irgendwie sowas. Es läuft ja alles wunderbar kurzfristig, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass dieses Szenario, das da gerade durchgespielt wird am Goldmarkt, am Bondmarkt, dass das vielleicht doch ein bisschen übertrieben sein könnte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Gold war jetzt zwar jahrelang ein antizyklisches Investment, aber zurzeit ist es ein prozyklisches Investment. Und als Anleger, der kurzfristig agiert, muss man das eben auch so sehen.
Wenn es jetzt aber darum geht, was macht man mittelfristig, langfristig, da sieht die Welt, denke ich, schon wieder ein bisschen anders aus. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass man Gold haben sollte. Gold schützt nicht vor allem, Gold schützt auch nicht in jeder Krise, dazu habe ich auch schon Beiträge gemacht. Aber Gold schützt natürlich in dem Szenario, das ich jetzt ja auch angedeutet habe und das eben auch auf mittlere Sicht nicht so unwahrscheinlich ist. Nämlich ein Szenario, dass es den großen reichen Volkswirtschaften jetzt am Ende eben doch nicht gelingt, dass sie wieder zu einer normalen Geldpolitik zurückkommen. Weil die Deflation so stark ist, der Deflationsdruck durch die hohen Schulden, die wir überall haben, oder aber weil wir Wirtschaftskrisen kriegen wieder, weil wir Finanzmarktkrisen kriegen vielleicht, auf die dann die Geldpolitik eben auch mit einer starken Expansion wieder reagieren muss. Oder vielleicht kommt auch die Inflation zurück in den nächsten Jahren und die Geldpolitik kann aber nicht nachziehen so richtig, weil die Belastung durch steigende Zinsen so hoch wäre. Es muss nicht so kommen, ist klar, aber es gibt Indizien dafür, immer mehr, dass es so kommt. Und was jetzt die Normalisierung der Geldpolitik betrifft, da kann man ja inzwischen wirklich skeptisch sein. Also in der Eurozone und in Japan hat man es auch in den letzten Jahren gar nicht erst versucht. In den USA hat man es versucht, die Dinge wieder zu normalisieren. Aber so wie die Lage momentan ist, muss man leider sagen, auch dieser Versuch ist gescheitert. Zumindest jetzt fürs Erste. Ja, dazu gibt es noch viel zu sagen. Das werde ich auch tun. Wir werden das Ganze natürlich weiterverfolgen. Wir werden die Märkte verfolgen. Ich darf Ihnen außerdem sagen, dass wir heute ein kleines Jubiläum feiern. Oder ich zumindest. Das hier ist jetzt das 100. Zukunftsmärkte-Video. Ich kann es selber gar nicht glauben. Ich komme mir eigentlich sogar fast noch ein bisschen vor wie ein Neuling hier auf YouTube. Aber verrückterweise, wenn Sie mal die Liste durchgehen mit den Videos, es ist tatsächlich einiges zusammengekommen in letzter Zeit. Und weil schon so ein Freudentag ist, will ich mich auch bei Ihnen heute mal ganz herzlich bedanken. Der Zukunftsmärkte-Kanal ist ja kein ganz normaler Aktienkanal oder sowas. Es geht ja auch relativ viel um Emerging Markets und solche Dinge, also um Randthemen. Und ich habe mich am Anfang schon gefragt, soll ich das überhaupt machen? Interessiert das überhaupt jemanden? Aber ich habe eben festgestellt im Laufe der Zeit, es gibt eben doch Leute, die interessiert das, die beschäftigen sich mit den gleichen Fragen und mit den gleichen Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Und die schauen auch die Videos und kommentieren die. Und die haben auch nicht wenig Ahnung von der ganzen Sache und von diesen ganzen Dingen. Und das alles freut mich natürlich sehr. Und dafür Ihnen als Zuschauer heute mal herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare. Und ich hoffe natürlich spätestens jetzt, dass Sie auch sagen können von sich, Zukunftsmärkte, das schaue ich immer, Zukunftsmärkte ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und falls es doch noch nicht ganz so ist bei Ihnen, wir haben hier eben unter diesem Video, wie gesagt, noch 99 weitere Videos. Das ist schon mal ein Anfang. Und ansonsten, falls Sie es noch nicht wissen, Sie können den Zukunftsmärkte-Kanal auch abonnieren. Sie gehen einfach auf Abonnieren. Sie drücken die Glocke und damit ist dann auch sichergestellt, dass Sie die nächsten 100 Videos von Zukunftsmärkte auch anschauen können. In diesem Sinne, viel Erfolg, bleiben Sie dran an den Märkten und herzlichen Dank fürs Zuschauen.